Wir sind hier mit dem Josef Zielmann, Geschäftsführer von Willisar Boote und Wiggenthaler Boote. Herr Zielmann, was hat es mit diesen Bildschirmen auf sich, die jetzt überall in Willisau hängen? Ja, es sind verschiedene Geschäfte, Kaffee und so weiter, Fitnesskeller, wo man jetzt die Displays sieht, die Bildschirme, die wir WBTV nennen. Dort drauf sind die aktuellsten regionalen News, laufend gesehen, fast rund um die Uhr. Und wo stehen denn die Bildschirme von WBTV und warum? Die stehen in grösseren Geschäften hier in Willisau, in verschiedenen Cafés, wie gesagt auch in Fitnessräumen. Wir wollen dort vom Willisauerbad her neben der Zeitung auch einen aktuellen News-Service bieten, also aktuelle regionale News. Was bietet der WBTV den Standort? Gerade der Service, den wir bieten, ist attraktiv für den Standort. Ihre Kundinnen und Kunden oder Besucher können sich laufend beim Warten oder beim Kaffee, beim Gespräch miteinander informieren darüber, was in der Region läuft. Jetzt sind ja alle Printinserate automatisch auf diesen Bildschirmen und auf der Webseite. Wie funktioniert das für die Inserenten? Für die Inserenten funktioniert das eigentlich automatisch. Die haben nichts zu tun, weiter dazu beizutragen. Jeder und jede, die ein Inserat aufgeht im Willisauerbad, kommt gegen einen kleinen Aufpreis in die verschiedenen Medien, sei es jetzt im Internet und eben auf diesen Display, wenn wir da hinten einen sehen. Es ist ein kleiner Aufpreis und alles läuft automatisch. Sie haben also nichts zu tun damit. Danke, Josef Zielmann. Für mehr Informationen kontaktiert Publicitas Willisau oder der Willisauer Bote unter www.willisauerbote.ch/almedia.